Ja, hi und willkommen. Mein Name ist der Niro P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Heute geht's weiter mit der Story endlich. Boah. In den letzten Folgen haben wir ein bisschen hier so Nebenquests gemacht und ja, war ein bisschen, ich würde nicht sagen öde, aber langsam, ne? Aber ja, jetzt sind wir ja mit allen fertig. Jetzt können wir endlich ein bisschen in der Story weitermachen und gucken, wie es jetzt hier so weitergeht. Ne? Wir müssen mit hier, mit Götz hieß da, glaube ich, ne? Müssen wir jetzt hier hingehen, ne? Uns da hier irgendwo reinschleichen wieder, ne? Nein, nur. Und ja, das ist der einzige Ort, wo wir hingehen können. Von daher gehen wir direkt da rein. Ausgehen habe ich nichts gemacht. Gibt nicht viel zu machen, aber ich hätte vielleicht lesen sollen, was da steht. Die Beschreibung von dem Ort, aber egal. Und ja, gucken wir mal. Bisschen lauter vielleicht. Ja, Angel ist auch dabei wieder. Gucken, wie lange sie hier rumläuft, bevor sie wieder zusammenbricht. Sehr viele rote Flaggen. Sie war noch nie Teil in irgendeiner Cutscene. Das macht mir irgendwie Sorgen. Das heißt irgendwie für mich. Besser. Dank Taya. Das höre ich gern. Ihre Überlebenschancen sind sehr gering, glaube ich. Nicht wahr, Große? Ich merke gerade, ich habe ein Schwert hier unten links. War schon immer da? Warte mal, warum habe ich ein Schwert unten links an meiner Hüfte? Ich benutze nur das hier, ne? Warum? Okay, keine Ahnung. Stimmt, wir haben ein neues Schwert, das Excalibur. Und wir sind voll gut gerüstet, ne? So ausrüstungsmäßig, glaube ich, haben auch alles Mögliche. So, jetzt kommen wir bestimmt wieder überall hin. Naja, ich weiß, immer irgendwie, wenn ich in der Story bin, ich muss immer erst in ein Storygebiet gehen, damit, die ist gerade eine Quest, sehe ich gerade. Immer wenn ich gerade in der Story einen Schritt ins neue Gebiet mache, dann öffnet sich wieder die ganze Karte auf. Also verstehe ich irgendwie nicht. So, die Letnik-Kluft, ein schmaler Pass, der sich zwischen den schroffen Wänden entlang bildet. Viele glauben, die Götter selbst hätten ihn in die Felsen gehauen. Da, oh, das war mein. Halt die Klappe. Geh weg. Nein. Hat man jetzt gehört, weil ich ja auch hier Sounds von meinem PC jetzt aufnehme, damit ich hier am PC zocken kann. Oh, peinlich. Egal. Ich weiß gar nicht, was das war irgendwie. Egal, wir gehen weiter. Da können wir nicht hin. So, da haben wir einige neue Gebiete. Da ist ja schon wieder alles erkundet. Hm. Ja, gut, da unten ist eine Quest. Lass mal da hingehen. Warte mal, sind wir hier? Wir sind hier für Dings. Wir sind jetzt hier, wo Dings ist. Hier, wo wir letztens waren, wegen der Quest. In der Wüste. Cool. Ich dachte, wir sind in einem ganz neuen Gebiet hier gerade. Also wir waren hier so, wo wir, weiß nicht, vorletzten Pfad waren oder so. Bis die Republik eine breitere Straße angelegt und die Handelsroute verlegt hat. Diese hier hat man wohl den Gesetzlosen überlassen. Genau. Es dürften also noch mehr Geächtete unterwegs sein. Oh, perfekt. Ja, ich kann ja jetzt auch mehr Heiltränke mit mir schleppen. So, und da schon eine Quest und den Gegner, das sehe ich doch jetzt schon. Der war noch Level 30. Ich mich hier viel zu sehr vorbereite auf das Spiel. Ah nee, warte mal, ich war kurz davor, irgendwie was zu lernen, ne? Meine Fähigkeit, ich war kurz, glaube ich, davor, irgendwie was zu lernen.
Naja, ich kann ich doch bestimmt ignorieren. Sollen wir es wagen? Wenn wir da reingehen, kommen wir lebend nicht mehr raus. Was geht, na? Also doch so schlimm, ja? Oh ja, da drin lauert Gefahr. Und zwar von der ganz üblen Sorte. Gibt es ein Problem? Aber wie wär's mit diesem furchterregenden Krieger hier? Ob er der Aufgabe furchterregend, wie kannst du es wagen? Wäre er garantiert. Ich sehe harmlos aus. Wild ist uns zu helfen. Aber natürlich. Sei gegrüßt, Freund. Mein Bruder und ich wurden beauftragt, den Wagen eines Händlers zu suchen. Du hast nicht zufälligerweise irgendwo ein herrenloses Gefährt gesehen? Welcher Händler verliert denn seinen Wagen aus den Augen? Tja. Der gute Mann dachte wohl, dass er von Goblins angegriffen wird. Und da hat er alles stehen und liegen lassen und ist abgehauen. Und wir sollen den Wagen jetzt holen, aber er ist nirgends zu finden. Ich bin zwar kein erfahrener Kämpfer, aber das riecht mir doch verdächtig nach Banditen. Ich fürchte, mein Bruder hat recht. Und diese Lumpen liegen garantiert noch irgendwo auf der Lauer. Da wette ich drauf. Wir beide haben zwar schon einiges erlebt, aber ich bezweifle, dass wir einen solchen Hinterhalt überstehen würden. Du dagegen bereitet euch darauf vor. Ein paar Strauchdieben locker fertig werden würde. Was sagst du? Ja, jetzt sehe ich auch einmal voll tough aus, ne? Ich wüsste dich so oder so mit einige Leute schauen mich an und denken irgendwie so, bist du für ein Lappen? Aber wenn du uns hilfst, bekommst du zumindest eine Belohnung dafür. Plötzlich sehe ich irgendwie voll furchterregend aus, ne? Spiel kann sich auch nicht entscheiden. Ja, wenn ich ohnehin nicht um sie herumkomme. Mach ich doch gerne. Merk sofort, da sitzt ein blitzgescheiter Kopf auf deinen breiten Schultern. Wir können uns wohl glücklich schätzen. Also dann. Besagter Händler hatte in Boklad wohl große Geschäfte geplant und seinen Wagen deshalb komplett voll mit Waren gestopft. Und ich fürchte, wir kriegen den Rest unserer Bezahlung nur dann, wenn wir die Ware unversehrt an ihn zurückgeben. Also... Pass auf, dass du da nicht alles kurz und klein schlägst, ja? Von mir aus. Solange ihr nicht erwartet, dass ich den Wagen danach für euch zum Markt ziehe. Nein, nein, das mit dem Wagen machen wir. Was ich problemlos schaffen würde, aber ich habe keine Lust darauf. Kümmere dich einfach um die Banditen und sag uns dann, wo genau wir ihn finden. Alles andere erledigen wir. Mache ich doch gerne. Irgendwie merkwürdig, die beiden. Aber wenn es hier wirklich Banditen gibt, kümmere ich mich lieb. Oh, was? Ey, mach den Dialog doch nicht so lang. Na, eindeutig nicht. Okay, aber sind wir schon direkt hier. Bonk. Hab ich den Angriff nicht hochgelevelt? Ja, ne? Auch schon lange. Will ich mal nur ein, oder sind die Kämpfe in letzter Zeit ziemlich einfacher? Aua. Aua. Komm zu mir. Mir habe ich das Gefühl, ich habe die Kämpfe in letzter Zeit viel zu sehr im Griff. Ja, ich bin einfach zu gut vorbereitet, ne? Aber mache ich doch eigentlich nicht. Neben den Nebenquests, die ich hier alle zur Verfügung habe, mache ich ja eigentlich nichts anderes. Bonk. Aha. Was ist das? Ja, gut gemacht, schnell. Wenn du mir hier hilfst. Okay, wo waren die Verstärkungstruppen? Bin ich schon fertig gemacht. Von Torgal und Jill. Stahlseil. Die werden erledigt. So. Fehlt noch der Wagen. Oh, ich dachte, wir wären schon fertig. Ehrlich, keiner der Banditen hat irgendwie kam auf die Idee hier so, weiß nicht, mal kurz um die Ecke zu laufen und sich um die Beine zu kümmern oder so. Oder so zu gucken, so, hör mal, da sind einige Leute, die wissen, dass wir hier sind.
Wir hätten auch einfach rüberklettern können. Wir hätten das nicht kaputt machen müssen. Das wird ein Albtraum, das alles hier wegzuschaffen. Na, da haben wir aber genau den richtigen Mann an Land gezogen. Greifen wir uns an. Ich bekomme mir gerade voll Déjà-vu. Den Wagen gefunden und keinen einzigen von den Dreckskerlen entkommen lassen. Da wird sich unser Händler aber freuen. Und wie wollt ihr die ganzen Sachen jetzt hier wegbekommen? Das kriegen wir schon hin. Wir können doch nicht von dir verlangen, auch noch unsere Kohlköpfe zu schleppen. Meine Kohlköpfe. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Den Rest kannst du getrost unsere Sorge sein lassen. Hier. War schön mit dir. Und jetzt zisch ab. Ey. Nicht unhöflich werden, Bruder. Was, wenn wir ihn das nächste Bitte Mal zisch ab. Brauchen? Ja, ne, ganz ehrlich. Über die Banditen, ehrlich, Alter. Was eigentlich wagen? Ich ziehe so ganz langsam mein Schwert. So, da kam irgendwie wie so ein Filler wieder vor, ne? Sieh dir das an. Ich war mir sicher, die Drecksbande hätte längst alles aufgegessen. Ich habe das Gefühl, wir waren selber Banditen und wir haben uns irgendwie, wir haben deren Arbeit irgendwie abgenommen. Ich traue denen nicht so. Die Brücke sieht ziemlich alt aus. Hoffentlich bricht sie nicht zusammen. Die Ruine sollte zumindest halten. Okay. Auf der anderen Seite weiter. Ja. Okay. Irgendwas noch hier? Nee, okay. Das ist ein Gegner. Oh, ich habe den verfehlt. Okay, ganz ruhig. Titan Rock. Oh, da ist noch einer. So, ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte ich brauchte, aber irgendwann 2500. Warten wir mal, bis wir 2600 bekommen. Bin ich mir ziemlich sicher, irgendwas konnte ich lernen. Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas konnte man lernen. Irgendwas wollte ich lernen. Ich glaube, eine meiner Ultimates wollte ich hier hochballern oder so, ne? Also die dicken Angriffe, die ich hier habe. Die letzte Sünde. Das ist also Zemeckis. Das Land der Götter. Es ist noch beeindruckender, als ich dachte. Als Kind hat mich diese Geschichte unglaublich fasziniert. Vor langer, langer Zeit wurden die Menschen von Gier übermannt. Und wollten den Göttern ihre Macht entreißen. Die letzte Schlacht trug sich hierzu, an diesen Wasserfällen. Zumindest der Legende nach. Wenn es je jemand schafft, diese Tiefen auszuloten, erfahren wir vielleicht, ob da was dran ist. Doch die Götter triumphierten über sie. Und straften der Menschen Überheblichkeit. Seitdem liegen auf uns... zwei Flüche. Oh, Träger. Domini und Träger. Ehrlich gesagt... sind das aber wirklich Flüche? Ich fand es immer seltsam, dass Domini und ihre Esper ein Fluch sein sollen. Träger ja eigentlich auch nicht. Erbte der Dominus den Thron. Die Menschen tun halt nur anders interpretieren irgendwie. Und nicht etwa... An dieser Stelle der Geschichte habe ich damals immer gedacht, dass ich etwas falsch verstanden hätte. Du hattest viele Sagenbücher, oder? Was sind das für Flüche?
Ja, nehmt diese Espas, die ihr kontrollieren und in die ihr euch verwandeln könnt, ne? Agenten fand ich immer am besten. Und hier nimmt einige Menschen, die automatisch Magie anwenden können, ohne Kristalle zu benutzen. Die Menschen haben das nur anders interpretiert, ne? Das ist wie mit Hexen damals im Mittelalter. Oh ja, wir haben hier eine Person, die Magie anwenden kann. Lass sie abschlachten. Man könnte glauben, die Legenden wären wahr. Ich weiß. Es ist nicht mehr weit bis. Eigentlich müssten die Dominos ja irgendwie mehr so als Bedrohung dargestellt werden, ne? Vorsichtiger sein. Das sind Leute, die sich in Monster verwandeln können und Städte in Chaos machen können. Diese Vision Joriki aus Naruto sind Massenvernichtungswaffen. Clive, was hast du denn? Nichts. Es ist nichts. Clive ist Naruto. Confirmed. Ifrit ist der neunschwänzige Fuchs. So. Währenddessen Sitz des kaiserlichen Hofes. Audienzsaal. Der Bericht ist also wahr, Vater. Auf dem Thron sitzt jetzt Olivier. Aber ja. Ab nun wird Olivier die Bürde der Neugeburt des Reichs auf sich nehmen. Wie soll er das Reich anführen? Er ist bloß ein Kind. Natürlich berate ich ihn, bis er mündig ist. Vater, bitte. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich war wetten, dass die Mutter dafür verantwortlich war. Ich muss frisches Blut regieren. Das ist wie in Game of Thrones mit Joffrey. Dafür besser geeignet als mein Sohn. Da wäre noch etwas, Dion. Hugo Kupka ist tot und Drachenfang zerstört. Die Pfeiler der Republik sind gefallen. Nicht lange und das heilige Banner Sambrex weht über jeder Stadt in Stürmen. Und dann, Valistea, alles soll bald unterworfen werden. Vater, das sind die Worte eines Tyrannen. Es sind die Worte einer Göttin. Unsere Herrin, die ich verkörpere. Große Quigos. Menschenform. Zurück zu deinen Truppen, Dion, und halte dich bereit. Ich schon wieder eine Blume gegeben. Zeigen wir der ganzen Welt die wahre Macht von Sandbreck. Vater. Ihr habt euch sehr verändert. Ist das wirklich ein Plan nach euren Wünschen? Oder sind es eingeflüsterte Gedanken? Von Ultima vielleicht? Was redest du da? Ich spreche für mich und nur für mich allein. Ich schulde aber Annabella Dank, deren Rat mir vieles deutlich gemacht hat. Bezüglich der Natur von Ländern, von Herrschern. Und auch von Göttern. Ja. Ihr vertraut den Worten dieser Verräterin? Sie brach ihre Treue zu Land und Ehemann! Deine Dienste waren für Sandbreck stets von unschätzbarem Wert, Prinz Dion. Sicherlich wirst du auch deinem neuen Kaiser treu ergeben sein. Das kann nicht! Zurück! Was fällt dir ein?
Du wirst gefügig sein. Renitenz ist Sünde. Herr, vergebt mir. Beenden wir diesen Unsinn. Kommt, Eure Heiligkeit. Das Rowena-Syndikat erwartet euch. Oh, nicht noch ein Treffen mit uralten Opas. Wie langweilig. Das ist nicht die Stimme, die ich erwartet hätte. Ich habe Hunger, Vater. Können wir nicht lieber was essen? Schmerzt es dich, dass nicht du den Thron erben wirst? Glaubt doch, was ihr wollt. Sei dankbarer, Dion. Als Bastard von Bahamut erkoren zu werden, ist Wunder genug. Seine Flügel haben dich getragen, doch noch höher steigst du nicht. Dein Blut wird diesen Thron nicht beflecken. Was wisst ihr über mein Blut? Sympathisch, ja. Aber ja, war ja ein bisschen offensichtlich, dass die irgendwie was damit zu tun hatte. Jemand Joshua hat. Wir folgen einfach der Küste. Dem Prinzen auch so ein paar Sachen erzählt, ne? Der läuft genauso, wie der wahrscheinlich gesagt hat. Ich glaube jedenfalls, der schließt sich uns irgendwann an oder so. Vielleicht nicht der Truppe, aber irgendwie so, weiß ich nicht. Der kommt irgendwann auf unsere Seite oder so, keine Ahnung. Obwohl, wenn ich... Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, wir müssen irgendwann gegen Bahamut kämpfen. Ups, verdammt, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, die Bahamut in diesem Spiel ja einfügen und dann mal gegen ihn kämpfen muss, ne? Wenn die denn schon so, also nicht. Man muss nicht immer gegen Bahamut kämpfen in Final Fantasy Spielen, aber wenn die denn schon so in dieser Form präsentieren, so jemand kann sich in Bahamut verwandeln, dann ja, das hier wollte ich glaube ich leveln, ne? Ich meine, wer will nicht gegen Bahamut kämpfen, ne? Final Fantasy in so einer Form, das würde ich mir ja ziemlich episch vorstellen. Es wird nicht leicht ins Dominium zu kommen, so gut wie Sanbrek es bewacht. Ja. Genau wie mit Titan. Titan war einfach nur, weiß nicht. Wird er seinen neuen Sitz in Dichasia mit aller Macht verteidigen wollen. Seine Truppen sind gut trainiert und kampferfahren. Aber auf ein Ende der Belagerung können wir schlecht warten. Das ist genau wie Titan. Titan bietet sich einfach so stark an, dass man gegen ihn kämpfen muss. Ne? Das ist einfach die Esper, die irgendwie geschaffen ist, irgendwie bekämpft zu werden, irgendwie. Aha. Ja, ich hab dich langsam raus. Warte, das ist nicht Star Wars. Ich auf Kreis ausweichen. Ah, du. Er trifft mich ja die ganze Zeit. Warum wie stark der angefährt ist. Boah. So, Übermensch. Boah. Trophäe erhalten, sehr gut. Ich würde jetzt raten, das war eine Trophäe, die ich bekommen habe, weil ich viel Schaden gemacht habe. Ich habe 52.000 Schaden gemacht, das hatte ich noch nie gemacht. Nur so, weil ich so 44, 45 gemacht. Ja, Mann, das war das, ne? So, lass mal da hingehen. Wo müssen wir überhaupt hin? Da oben, ne? Ja. Also ich einen Laden auf der Karte. Jo, was geht?
Ayo Bombi, was geht? Ja. Kein Teleportpunkt oder irgendwie sowas. Die Straße nach Randela ist gesperrt. Scheitert die Belagerung, wird es mehr als das brauchen, um die Scharen aus Sandberg aufzuhalten. Ich bin geliefert. Wenn ich ohne Passierschein kommt hier keiner durch. Okay, Passierschein 38 kommt hier niemand raus. Na, wenigstens eine Truhe. Hier sind da immer gute Sachen drin, ne? Also lohnt sich halt immer dahin zu rennen. Okay. Ja. Hier oben noch was, da haben wir sogar echt noch was. Haben wir keine Truhe, ne? Ups. Ich wollte so dahin düsen. Wüstenrose. Ich habe aber schon alle Rezepte oder alle Baupläne. Ich habe jetzt für jede Waffe, also ich habe eigentlich jede Waffe und jedes Rüstzeug, was ich herstellen kann, hergestellt. Ich brauche neue Rezepte und so. Ist da noch was? Okay. Weil ich habe diese Drachenhüter, oder habe ich das eigentlich? Drachentöter, ja. Habe ich alles schon. Ich habe das Excalibur hergestellt direkt. Also ich brauche jetzt eigentlich keine Materialien mehr, um irgendwas herzustellen, ne? Außer ich bekomme irgendwann neue. Ist nicht mehr weit bis Bocklaut. Ich nehme an, wir kriegen dann eine neue Waffe, wenn ich die nächste S-Bar irgendwie kontrolliere, ne? Und dann bekomme ich immer so einen Splitter, mit dem ich meine eine Waffe hier hochleveln kann, ne? So läuft das jedenfalls mal ab. War nicht mal in der Nähe. Ich hab schon vorsichtig gesagt, so 5 Minuten bevor irgendwas kam. Ich vergesse mal, dass ich da hochfliegen kann. Zack. Soll ich mal wieder zu Garuda irgendwann wechseln? Ja, der nächste Esper bekommen. Kann ja nur Shiva oder Bahamut oder Odin sein, ne? Und Leviathan? Fragezeichen. Oh, Antikschwert. Das wird unmöglich besser sein als Excalibur, was ich gerade hergestellt habe. Ich wollte schon sagen, wenn das jetzt hier, wie sieht denn die aus? Ich wollte schon sagen, die Waffe wäre unmöglich stärker als Excalibur. Ich meine, diese Waffe habe ich mehr oder weniger geschenkt bekommen, ne? Und ich meine, die Waffe habe ich geschenkt bekommen, ne? Und Excalibur muss ich aus dem Weg gehen, um irgendwie, weil ich die herstellen zu können, ne, muss ich irgendwie extra eine Nebenquest machen oder sowas. Wenn die Waffe jetzt stärker gewesen wäre, hätte null Sinn gemacht. So, hier ist eine Sackgasse irgendwo. Ist er wer oder irgendwas? Nein. Dann kommt er bestimmt irgendwann ein Boss, ne? Das ist immer schon so offensichtlich, ne? Hier ist anscheinend nichts, ne? Das heißt, irgendwann kommt hier ein Boss, ne? Überhaupt nicht auffällig. Oh Gott. Antilopen! Ja! Yeah. Kristalldominium. Dass sie ein Leben ohne den Segen der Kristalle nicht kennen.
Jill. Also die sind vom Dings hier geflohen, von wie heißt die, wie heißt diese Wüste, wie heißt dieses Wüstengebiet nochmal, Damekia. Ja, stimmt, weil der Kristall jetzt kaputt ist, ne? Gehen in die nächste Stadt mit dem nächsten Kristall. Sollte ganz nicht auch dabei sein eigentlich? Oder wartet der da in der Stadt? Dieser eine Typ hier, dieser Riese. Boah, ich treffe den nicht. Sollte er nicht eigentlich auch mit uns mitkommen? Immer der wartet da drin irgendwo, ne? Lass mich doch mal vorgehen. Warum müsst ihr mich eigentlich immer alle überholen? Ich bin der Hauptcharakter, ich will vorgehen. Ich weiß, dass wir jetzt Square Enix Spiele in letzter Zeit machen. Final Fantasy 15, Kingdom Hearts 3. Ich will vorne, ich will ja die Gruppe anführen. Er rennt nicht immer an mir vorbei. Ich hasse das. Endlich. Na, wie geht's, wie steht's? Wir müssen weiter. Das Kristall. Hier sollen wir auf Götz warten, oder? Richtig. Götz. Er wollte nachkommen, sobald er mit allem. Ich bin so genannt. Wird. Eigentlich dürfte er schon da sein. Könnte sein, dass ich ihn auch Goethe genannt habe. Mein Götz. Also, da haben wir einen neuen Shop. Gepäckträger zu mieten. Beste Leistung zum Besten. Was meinst du, Mädchen? Ich wette, sobald wir irgendwie was abgeschlossen haben, werden wir auch irgendwie Quest freigeschaltet, ne? Muss ich erstmal in der Stadt ein paar Quests machen. So langsam habe ich so den Flow des Spiels irgendwie so erkannt, ne? Ich weiß schon immer irgendwie. Ich hab so die Spielmechaniken und die Funktionen irgendwie schon raus. Ja, ich wollte schon sagen, auf der Karte sah so komisch aus. Blutige Haut, yay. Ich sollte vielleicht mal alle Waffen, die ich habe, oder alle Ausrüstungsgegenstände mal hochleveln, ne? Einfach nur, um zu gucken, ob man überhaupt so viele Sachen braucht, ne? Weil ich bin mir jetzt ziemlich sicher, ich habe mehr als genug Sachen, um alles hier hoch zu leveln. Und dann habe ich immer noch Sachen übrig. Bin mir ziemlich sicher. Die Karawane schnappen sich immer die besten Kunden. Lasst uns auch noch was übrig. Einfach nur so, um so nachzugucken, so hör mal. So viele Sachen brauche ich nicht. So, oh hey. Diesseits der Meerenge wirst du keine bessere Auswahl finden. Dann verkaufen wir auch noch. 20.000, ja, warum nicht? Du hast ein scharfes Auge. Möge Gilbert dir Hold sein. Gilbert? Gottfried? Das ist die Stimme von Jago in Aladdin. Eine unglaublich nervige Stimme. Englischen. So, hey, noch eine Notenrolle. Cool. Aber stellt sich mal einer vor, da wäre die Notenrolle drin gewesen, die ich gerade gekauft habe, ne? Was, habe ich mir schon wieder zwei Dinger hier geholt, ne? Pff. Egal. Ich will, macht das doch extra hier. Pff. Stahlseide. Also übrigens mal auf, wenn die ganzen Truhen immer hier so aufzutreten, das ist voll respektlos. Genauso wie in Kingdom Hearts, wo irgendwie so rein von nur sein Schlüsselschwert nimmt und irgendwie die Truhe von oben so anstupst. Und dann boom, hast du den Gegenstand, ne? Aber da macht es im Wesentlichen Sinn, weil er hat einen riesigen Schlüssel, ne? Ich finde immer noch in Final Fantasy 10 am besten, wo Tidus immer irgendwie sich hinkniet und die Truhe so aufmacht, so. Ja, der kniet sich so hin und macht die halt auf mit seinen Armen, so. Ist ein bisschen realistisch. Das ist extrem lustig, wenn man versucht, eine Truhe von hinten aufzumachen, ne?
Das ist alles. Wer hat denn so ganz klassische Truhen, ne, die irgendwie so, die oben so aufmachen muss, ne? Wenn man dann von hinten den Truhe irgendwie so anspricht, dann geht die trotzdem immer noch in die Originalrichtung auf und sieht dann komisch aus. Die merkt er vom Bocklad. Ich weiß nicht wieso, aber klingt irgendwie so wie so ein Planet von Star Wars. Mein Herr, wie wäre es mit einem? Wie viel? Für einen mickrigen Kantenbrot? Günstiger findest du es nicht mehr heutzutage. Kannst dich gern davon überzeugen. Das Kristalldominium wird weiterhin ohne jegliche rechtliche Grundlage von Sanbrek besetzt gehalten. Für sämtliche Grenzübertritte nach Dichasia ist eine offizielle Genehmigung der dalmekischen Armee zwingend erforderlich. Wer Einlass begehrt, soll sich hier anstellen und alle nötigen Papiere zur Überprüfung bereithalten. Anscheinend wollen noch mehr Leute schnell weg von hier. Und alle werden kontrolliert. Aber es ist dringend. Interessiert mich doch nicht. Wird schwierig werden ohne einen Pass. Den Gott hat, ne? Suchen, gehen wir. Der hat bestimmt den Passier schon 38, ne? Er müsste hier ja irgendwo sein. Früher sind hier viele Händler aus dem Kaiserreich durchgekommen. Wie werden wir den nur finden? Wie sollen wir nur diesen 3 Meter großen Riesen Muskelpaket irgendwie in dieser Menge hier finden? Einfach durch. Wenn ich jetzt kleiner wäre, hätte ich mich da einfach runterquetschen können. Oh, wo bist du? Ah, da bist du. Götz, da bist du ja. Clive, es tut mir so leid. Bitte erzähl Tante nichts. Ganz ruhig, Götz. Was ist denn überhaupt los? Mein Händlerpass. Er ist weg. Ohne ihn nicht mal mit der Karawane mit. Wir kommen ja nicht mal an dem blöden Grenzposten vorbei. Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Gerade eben war er noch in meiner Tasche und dann kam ein Junge angerannt und... Hey! Denkst du, der hat ihn vielleicht geklaut? Würde mich nicht wundern. So ein belebter Markt ist eine Einladung für Taschen. Wer würde sich trauen, von so einem Riese zu klauen, ne? Wo sollen wir denn da anfangen? Ich weiß wo. Ich kenne hier in Bocklad eine, die uns helfen könnte. Ja, kommt auf die Idee. Ich meine, ich weiß einfach über alles Bescheid, was hier so passiert. Wenn der Typ ist nicht mal annähernd ein Schläger oder irgendwie so, ne, aber wenn ich den Typen sehen würde, dann würde ich mich nicht versuchen, mal den zu klauen. Ist ein roter Chocobo. Ein roter Chocobo. Geht ihr schon mal vor? Hast schon mal gesehen? Ich guck mal nach, ob mir nicht noch mehr von meinen Sachen fehlen. Mach das. Wir sehen uns dort. Okay. Dann halten wir Ausschau nach diesem roten Chocobo. Und nach diebischen Kindern. Neben dem Grenzposten. Folgen wir einfach diesem Symbol. Dann finden wir schon, wo wir hin müssen. Geh mir aus den Augen. Ich brauche keine Träge. Oh. Ich wollte eigentlich nur zufällig rein. 10 Millionen für einen Zweispänner ins Kristalldominium. Nicht verhandelbar. Oh, darum geht es nicht. Dann einen schönen Tag. Warte! Geh noch nicht, ey! Die gehört zu mir. Das ist doch nicht zu fassen. Götz! Was machst du denn hier in Bocklad? Du bist wohl nicht im Auftrag von Charon hier. Erzähl schon, in was für Schwierigkeiten steckst du dieses Mal? Mein Händlerpass wurde geklaut. Von einem Kind. Und das dir? Dabei bist du so groß wie ein Morbol. Also wirklich,
Götz sagte, du kennst dich auf den Märkten aus. Hast du vielleicht eine Vermutung, welches Kind das getan hat? Wir wollen niemanden bestrafen, aber wir brauchen den Pass. Danach ziehen wir sofort weiter. Verstehe. Ihr beide habt also auch keinen Händlerpass dabei. Als Händler geht ihr sowieso nicht durch. Aber deswegen seid ihr ja zu mir gekommen, richtig? Also, ich bin nicht sicher, wer euren Pass hat. Aber ich kann mir denken, warum er gestohlen wurde. Lasst mich erklären. Wieso muss denn das erklärt werden? Ja, ohne den Pass kommt man nicht da durch. Lass mich euch sagen, warum mein Geld geklaut wurde. Geld kann man für Dienste und Objekte ausgeben. Für Objekte und Dienstleistungen. Nur etwas einfacher gemacht hatten, jetzt für alle Grenzübertritte zwingend notwendig sind. Und da man sie nicht so leicht bekommt, sind sie jetzt heiß begehrt. So sehr, dass einige Leute auch zu illegalen Methoden greifen. Also stehlen Kinder diese Pässe, um sie unter der Hand zu verkaufen? Ja. Und nein. Die Pässe sind auf die Namen der Besitzer ausgestellt. Aber bisher ist nicht ein Name eines Bestohlenen in der Liste der Grenzüberquerer aufgetaucht. Das heißt? Dass irgendjemand die Namen in den Pässen ändert. Dieser Unbekannte hat auch die Kinder zu den Diebstählen angestiftet. Und dieserjenige ist jetzt wahrscheinlich auch in Besitz von Götz Pass. Eins ist sicher. Hier werden die Existenzen redlicher Händler zerstört. Deswegen haben wir beschlossen, uns zu wehren. Helft ihr uns dabei? Ihr wollt euren Pass zurück. Aber sicher doch. Wir wollen, dass nicht noch mehr gestohlen werden. Findet die wahren Übeltäter und schlagt dabei gleich zu. Warum müssen mich eigentlich andere Leute immer sofort einspannen, ne? Sag mal, gibt es einen anderen Weg ins Dominium zu kommen, Götz? Nein, außer mit der Karawane kommt ihr nicht rein. Ansonsten weiß nicht. Vielleicht könnt ihr rüberschwimmen? Aber okay. Die Wachen erwischen euch garantiert, wenn ihr sowas versucht. Genau das, was wir nicht wollen, oder? Also entweder wir finden die Drahtzieher, oder wir kommen nicht ins Dominium hinein. Na gut. Wir helfen. Das war mir voll gerne. Vielen Dank. Ich sollte mich vorstellen. Eloise, sehr erfreut. Clive. Auf gute Zusammenarbeit, Clive. Jetzt soll ich mich nicht als Weihwahn vorstellen. Noch ein Siegel erhalten. Der Tischlermeister am Stand. Ich werde irgendwann so aussehen wie hier der Champion von Pokémon Schwert und Schild. Dann gibt er euch auch irgendwie diesen. Ich schlage vor, diesen Mantelatte, wo die ganzen der Tischler also. Wo die ganzen Marken und so drauf waren, ne? So stelle ich mir vor, sehe ich irgendwie so aus, ne? Ich habe überall so Marken und so Plaketten von verschiedenen Leuten. Ich bin so eine wandelnde Promotion. Geh mir aus den Augen. Boah. Meine Teppiche. Darf sein Kännchen Schlangenspucke sein? Nein, danke. Was? Noch etwas. Noch eine Kanne Schlangenspucke, der Sir. Nach etwas bestimmtem? Noch etwas Schlangenspucke, der Herr. Oh, nö. Dann hat sie dich wohl geschickt. Sie sagte, du leitest die Suche nach den Dieben. Irgendwie läuft halt immer gleich ab, ne? In der Story. Wir kommen irgendwo hin, haben irgendein Problem. Dann suchen wir eine andere Person auf, die uns irgendwie hilft. Weil diese Person zwingt uns irgendwie andere Klamotten zu tun, um weiterzukommen. Dann kommen wir mit der Plakette und müssen Quests in dieser Stadt tun, ne? Läuft immer irgendwie genau gleich ab hier in dem Spiel. Die Händlerin am Tor versucht auch schon seit längerem, diese Kinder zu finden. Redet doch mal mit ihr. Danke. Machen wir.
Ahnung. Diese Qualität sucht die Gelegenheit macht Diebe. Ja, Wiedersehen macht Liebe, Diebe, Hiebe. Frisch gesalzen, geräuchert. Wie wär's mit... Oh, Moment. Ihr kommt von Eloise, oder? Sie will, dass wir ihr helfen. Euch helfen, die Diebe zu finden. So ist das. Dann sag ich euch wohl besser, was ich weiß. Was sagst du besser? Ist das kein Familienclan? Alle Kinder, die gesehen wurden, waren schmutzig und trugen Lumpen. Mit anderen Worten, Straßenkinder. Davon haben wir hier viele. Wenn wir hier reden, wird der Pass schon irgendwie voll bearbeitet. Einige vielleicht. Und Götz. Sicher habt ihr all die Flüchtenden am Tor gesehen? Nein. Sie alle hoffen auf einen Neubeginn im Kristalldominium. Manche nutzen jetzt auch diese Gelegenheit, um etwas unnötigen Ballast abzuwerfen. Eine echte Schande. Die Hintermänner müssen sich den Kindern irgendwann einmal zu erkennen gegeben haben. Hören wir uns um. Fangt am besten mit den Kindern hier an. Die haben wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber vielleicht wissen sie etwas. Dann versuchen wir es. Nun machen wir das mal. Na gut, dann fragen wir die Kinder. Kann ja nicht so schwer sein. Die Kinder, ja. Machen wir das. Diese Qualität sucht ihr in dich. Die sagen uns bestimmt. Wir reden bestimmt mit den Dieb irgendwie direkt, ne? Hast du etwas Zeit? Was willst du? Ich will wissen, wer Kinder wie dich zum Taschendiebstahl anstiftet. Weiß nicht. Mich hat keiner gefragt. Was ist Taschendiebstahl? Kriegt man da Gil? Nein, man kriegt Schwierigkeiten. Wenn dich jemand fragt, sag einfach nein. Okay. Hm, was ist dieses Taschendiebstahl? Meine Neugier wurde gerade erwacht. Ich glaube, das mache ich. Ja, du kleiner schleimiger Racker. Entschuldige. Hast du was geklaut? Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, wenn's sein muss. Ich wollte nur wissen, ob dich nicht vielleicht ein paar Männer um etwas Seltsames gebeten haben. Erwachsene wollen nichts von uns, außer dass wir die Klappe halten und uns wegscheren. Also rate mal, was ich von dir will. Verzeih. Ich bin schon weg. Okay. Wie wär's mit ein paar Pfirsichen? Nein. Diese Qualität sucht ihr in dich. Nein. Du bist ein Dieb, ich weiß es. Spuck aus. Entschuldige. Was willst du? Ich habe nichts für dich. Keine Angst, wir tun dir nicht weh. Wir haben nur eine Frage. Worüber denn? Wir haben gehört, dass ein paar böse Menschen Kinder wie dich dazu bringen, Reisende zu bestehlen. Wir müssen wissen, wer das macht, damit sie aufhören. Ich weiß nicht wirklich was darüber, aber mein Freund, Honza, der meinte, er hat Arbeit. Was Gefährliches. Klingt verdächtig. Wir müssen ihn selbst fragen. Wo könnte dein Freund denn sein? Er ist oft bei den Zelten vor dem Markt. Danke, das hilft uns sehr. Hm. Okay. Sonderpreise. Nein. Nein. Lass mich dein Zeug tragen, ich bin billig. What? Kauft euch, ich bin voll billig. Ich bin aerodynamisch. Ich bin sehr robust. Das erinnert mich dann irgendwie an Octopath Traveler 2. Da gab es auch irgendwie so ein NPC. Wenn man den angesprochen hat, der hat auch irgendwie einen angeboten. So, hey, wenn du mir genug Geld gibst, kannst du mich verprügeln. Was man in Octopath Traveler machen kann. Papa, ich bin hungrig. Komm, kauf mich, ich bin billig. Ha, der dumme Riese hat überhaupt nichts mitgekriegt. Das wird mein neuer Flirtspruch. Ich hätte die Stiefel von den Füßen klauen können. Genau, aber wir hätten Komm, Mädchen, ich bin pflegeleicht und billig. So einem kämen wir vielleicht auch endlich.
endlich hier raus. Ich bin sehr low maintenance. Die würden uns an den Eingeweiden aufhängen, wenn sie das rauskriegen. Würden sie das? Hat da jemand Eingeweide gesagt? Sie uns mal vorstellen, diese reizenden Gesellen. Oh nein, jetzt sitzen wir richtig in der Patsche. Was sollen wir machen? Lasst ihr zwei euch doch fangen, ich bin weg. Honza, wo willst du hin? Mein Gott, ist der schnell. Dann kriegen wir nie im Leben. Das ist also Honza. Jill, pass auf die beiden hier auf. Den hole ich mir. Mach das. Du schnappst dir die beiden, ich schnapp mir den. Tut so ganz langsam so ein Eisklumpen über die Form, den sie halt irgendwann fallen lässt. Papa, ich bin hungrig. Na, wo ist er? Na, da bist du. Oder auch nicht. Kam hier ein Junge vorbei. Er hat meinem Freund etwas gestohlen. Eben ist einer hinten ins Chocobo-Gehege gerannt, aber... Danke. Was hast du denn vor? Die Leute rein irgendwie voll schnell sagen, was man will. Okay. Wo bist du? Mist, gefangen. Keine Angst, Honza. Jetzt geht's dir an den Kragen. Beantworte mir nur ein paar Fragen. Na gut, muss ich ja wohl. Ich suche die Leute, die dich zum Stehlen anstiften. Wer sind sie? Damit ich sie essen kann. Sie nennen sich die Findlinge. Sie haben mir tüchtig Geld versprochen, wenn ich mitmache. Ich wollte nicht, aber ich muss auch essen. Das habe ich ziemlich selten, bevor die mich angeheuert haben. Und wenn nicht ich, hätte sie eben ein anderer gemacht. Dafür gibt's immer irgendwen. Honza. Du hast ihn gefunden. Jill, wo sind die anderen? Eloise passt auf sie auf. Sie wollte, dass wir dich suchen. Du Dieb! Deinen Pass habe ich nicht mehr, also frag mich nicht. Ist bei den Findlingen. Und zurück kriege ich den auf keinen Fall. Verraten würde ich sie eh nicht. Ohne ihre Gill wären wir schon längst verhungert. Na, kommen die jetzt auf uns zu, ne? Ja. Feiglinge. Ihr werdet keine Kinder mehr für eure Zwecke missbrauchen. Was? Wir sind... Verletz ihn nicht. Ich versuche es. Du verwechselst uns. Wir sind auf derselben Seite. Faule Ausreden. Das Siegel. Woher hast du es? Das ist doch Theo. Götz? Was treibst du bei diesen Leuten? Sieht ein bisschen aus wie die jüngere Version von Clive. Diejenigen, die meine Schwester erwähnt hat? Deine Schwester? Okay. Oh, das ist nur ein Missverständnis, Mister. Eloise hat uns gar nicht gesagt, dass sie einen Bruder hat. Warum sollte sie? Ich bin nur der Mann fürs Grobe. Außerdem kennen wir sie erst seit 5 Minuten. Theodor, zu euren Diensten. Das eben tut mir leid. Theodor, was weißt du über diese Findlinge? Aasgeier, die in Boklad ihr Unwesen treiben. Sie plagen alle hier, berauben die Besserbetuchten und zwingen die Habenichtse der Bande beizutreten. Ich beobachte sie schon länger, weil ich den Flüchtenden hier neues Leid ersparen möchte. Aber anscheinend sind sie noch skrupelloser, als ich dachte. Honza ist in Ordnung. Er hat nur getan, was er tun musste. Hätten er und seine Freunde nicht gestohlen, wären andere Kinder dazu gezwungen worden. Wahrscheinlich gewaltsam. Clive, oder? Meine Schwester wollte, dass du den Diebstählen ein Ende setzt? Dann verfolgen wir das gleiche Ziel.
Auftrag abgeschlossen. Okay. Stimmt, ich müsste wahrscheinlich nur das Kind hier finden, ne? Meteorstein. Okay. Oh, mein Händlerpass. Aha. So. Oh. Wie geht's weiter? Wie schon. Wir spüren die Findlinge auf und erledigen sie. Ah, guter Plan. Kommt euren Händlerpass zurück und ich sorge für ein sicheres Bocklad. Alles klar. Und dann mache ich ja Nebenquests, ne? Alles klar. Alles klar. Jetzt Torge, also alles klar. Wo ist das Lager? Keine Sorge, sie werden es nie erfahren. Weiß ich doch nicht. Die Pässe holen sie immer bei uns ab, direkt vor dem Tor. Einmal bin ich ihnen nach, aber dann haben sie mich gleich entdeckt. Ich dachte, das war's mit mir. Versuchen wir es trotzdem. Wo war das genau? Runter in Richtung Lednikluft. Dann auf zur Lednikluft. Machen wir das. Lednikluft liegt südlich von Bocklad. Okay. Dann gehen wir da noch ein bisschen hin. Steinharte Kerle, sucht das Lager der Findlinge. Kriegt irgendwie mal nicht eine Rasse aus Herr der Ringe oder so. Die Findlinge? Die Borger. Guter Film, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr so viel daran erinnern. Ich dachte erst, es kommt ein Kampf zwischen uns und Theodor. Weil Jill irgendwie so sagt, oh, versuche ihn nicht zu verletzen. Okay, ich habe mich dann sofort verwandelt, ne, und irgendwie Ramos Blitze auf den reingedonnert. Ey, oh. So, oh, er ist bei uns. So, oh, er ist ein Gast, okay. Na, daneben. Oh gut. Meiner. Sind gerade die Äxte durch die Gegend geflogen. Ich habe so eine Axt irgendwie wegfliegen gesehen. Das waren sicher nicht die Anführer. Aber wir sind ihnen auf der Fährte. Ich habe ihm wortwörtlich Feuer unter den Hintern gemacht. Und dieses Feuer pumpe ich dir in den Hintern. Wow, nee, auch nee. Oh. Hey, da kommen die nächsten. So, komm. Oh, zu spät. Meine. Nein. Bonk. Weniger. Schlachten wir die alle ab. Also meine Sachen, ja. So jeden Kampf mit dieser Kombi hier zu starten ist schon ein bisschen. Aber da ist ein dicker. Hat sich gelohnt heute was? Ja, ein paar von den Neulingen sind wahre Naturtalente. Vor allem die Kinder. Dieser kleine Honsa hat flinke Finger. Eines Tages hacken sie die ab. Aber bis dahin bringt er uns fette Beute. Abschaum. Die Anführer, wir haben die Findlinge, nehme ich an. Wir haben genau gehört, was sie gesagt haben von ihr aus. Verdienen keine Gnade, Clive. An Gnade dachte ich eher weniger. Bereit, wenn du es bist, Theodor. Aber immer doch. Ich bin mir ziemlich sicher, die sind sehr sympathisch, wenn man die eher kennenlernt. Ja, was geht, na? Hey, das ist der Kerl aus Bocklad. Auf ihn! Bringt sie um! Go! Da bin ich mir halt nur ein, oder sind die Gegner schon eine sehr lange Zeit hier auf Level 30? Irgendwie leveln die gar nicht mehr hoch. Bonk. Oh, da hinten treffe ich auch.
Ich hole einfach die ganze Zeit gegen die gegen das Gesicht. Falsch abgetypt. Ah, schon wieder zu früh. Jetzt aber denn, oh, ich habe jetzt. Ah, tanken wir den einfach. Vielleicht gehe ich, wenn ich den Part hier zu Ende mache, noch kurz zum Versteck, dann kann ich mich gerade hochheilen. Dann ist schon wieder gut. Aha. Uninteressantes Zeug. Okay. Wieder eine gute Tat. Verbrechen lohnt sich also doch. Goldkettchen, Ringe, Gilbörsen, und Händlerpässe. Dutzende. Wurden die Namen geändert? Noch nicht. Ich kenne einige davon. Götzpass ist sicherlich auch mit dabei. Jetzt muss ich nur alles durchsehen und den rechtmäßigen Eigentümern zurückgeben. Wir sollten schnell zurück zu Eloise. Kommst du hier allein zurecht, Theodor? Na sicher. Ach, und erwähnt ruhig, welche Rolle ich gespielt habe. Mit Vergnügen. Okay. Na gut, dann sind wir für heute hier fertig, ne? Wir können uns dahin teleportieren. Okay, gut. Ist klar, dann werden wir hoffentlich nächstes Mal nach. Wie heißt das nochmal? Sieht man nicht. Zu den nächsten Gebieten, ne? Wir kommen zum nächsten Gebiet nächstes Mal. Oder wir bekommen Nebenquests in diesen Gebieten und müssen die machen, ne? Ich nehme an, so läuft das dann ab, ne? So war bei hier, bei dieser einen Wüstenstadt auch, ne? Sind wir fertig gewesen, dann haben wir irgendwie voll viele Quests bekommen. Na gut. In dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen von Final Fantasy 16. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Es würde mich sehr freuen und den Kanal voll weiterhelfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.